Hallo und herzlich willkommen zurück. Brutus, lasst den Skorpion sterben. Zu einer weiteren Folge Arc Story Modded, wo wir jetzt mit dem Kanu auf Reisen gehen. Ich habe keinen Bock mehr. Felis kommt mit. Kanu hat Hirngespinste, cool. Wir haben 30 Fisch dabei, ein bisschen Essen. Wir haben Kalian Soup dabei. Wir haben gleich hoffentlich auch noch einen Crossbow. Crossbow? Ja. Dass wir uns ein bisschen hier was schießen können. An Gefiecherer. Da bin ich nämlich richtig Bock drauf. Trank Arrow? Arrow? Zack. Der kam weg. Komm, die nehmen wir auch mal mit. Das Toffern. Trailer Chest? Cool. Ich habe die ganzen Sachen noch gar nicht angeguckt. Wir müssen natürlich auch irgendwann nochmal eine richtige Base bauen. Und ich glaube, die baue ich auch ehrlich gesagt nicht hier. Wir müssen vor allem auch mal in die andere Dings rüber, auf die andere Map wieder. Ich glaube, die Eier sind da schon ein bisschen overkill. Komm, Brutus. Davon trinken. Okay, das bringt gar nichts. Cool. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wirklich, wo ich hin soll. Aber ich meine, wir werden schon einen Ort finden. Das ist ein Rex, oder? Da war definitiv gerade ein Rex-Gebrüll. Geh schön hier lang. Wir brauchen ein stärkeres... Oh, guck mal, ein Pakasuchus. Level 135. Der wäre besser gewesen. Zum Blutungsschaden, bitteschön. Warum greifst du mich denn jetzt an? Die haben doch gar nichts getan. Hui, leck. Den würde ich ehrlich gesagt gerne eins überbraten. Ist er denn? Da. Was? Hat nicht geklappt. Fuck, ich hänge ihn drin. Ich hänge ihn drin. Oh, gut, dass ich das so machen kann. Also wenn ich die eins überbrate, bevor die aggro sind, kann ich einfach daneben stehen, weil die sind ja nicht aggro. Und das funktioniert. Nice. Hallo, Inno? Nee, hallo, 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 nein, nein. Hier eskalieren wir bitte jetzt mal nicht rum, ne? Bin gar nicht interessiert. Der Genio sollte mir am Arsch vorbeigehen. So, ich würde gerne einen Packer wiederfinden. Und da ist er doch. 135 Packersuche, das ist richtig geil. Hui! Nice, 82. Und die haben auch einen ganz, ganz geringen Foodstat nur. Das heißt, ich könnte Glück haben, muss auch nicht so lange warten. 135 ist richtig cool. Wir haben ein Problem. Oh, hier ist ein Pakasuchus plus 1. Ist noch einer. Wo? Wo ist er denn? Wenn der plus 1 ist, muss hier noch ein zweiter sein. Sehe nicht. Zum Baby Morella Tops. Geil, 102 ist doch richtig. Das schmeckt doch. So, was habe ich vergessen? Was ganz Wichtiges. Komm mit, Pack. Soul Balls. Guck mal, die sind richtig schnell. Komm schön mit, Pack. Komm du schön mit. Komm. Genau. Wo bist du? Der pimmelt da hinten rum. Cool. Hallo? Was machst du da? Festhängen auch so. Mach das doch.
So, das ist aber hier keine geile Hyäne. Oh, fuck. Fuck. Nein, Tür zu. Ball? Hey, ich hab keinen Ball mehr. Kanu. Das ist Dogmeat. So, könnt ihr jetzt bitte mal helfen? Hallo. Bist du nicht interessiert? Ich kann halt nichts machen, ich komme hier nicht raus. Das ist auch gerade ein ganz unangenehmes Geräusch. Cool. Mega unangenehm. Boah, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Kann das bitte aufhören? Kann ich denen sagen, soll es angreifen? Nee. Geht auch nicht. Ich überspringe das mal kurz. Ah, so. Und Kanoi. Cool. Unser Weibchen, also unser Parkasuchus ist ein Weibchen. Das heißt, ich habe das langweilige Weibchen mal rausgestellt. Da habe ich nämlich auch noch einen zweiten Jüngens. Und jetzt laufen wir nochmal los. Ich glaube, ich habe zwei Soul Balls, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir können zwei Viecher uns grabbeln. Wunderschöner Kanu. Und vielleicht finden wir sogar noch ein Parkasuchus zwischendurch. Und ich glaube, ich ziehe hier weg. Also jetzt nicht sofort, irgendwann dann mal. Wenn wir irgendwas haben, was fliegen können. Und vielleicht... Das ist ein Rex. Und vielleicht mehr als 5 Gramm tragen kann. Oder wahlweise eine Mottenarmee. Oder so irgendwas in die Richtung. So. Theoretisch würde auch einfach ein Diamantina-Zähm reichen. Die Okredane hätte ich auch gerne, aber kann die nicht benutzen. Mist, Rare Flowers. Und... Honig. Beides nichts, was ich habe. Da ist ein Heilschwein. Eotriceratops können wir auch nicht gebrauchen gerade. Mal hier hochgehen. Ja? Ja, ich gehe hier hoch. Er hat übrigens eine von unseren Dings kaputt gemacht. Wie heißen die Viecher? Kanos. Die scheiße Hyäne. Guck mal, ein Orano. Lass mich hier durch, danke. Uranus war ein Passiv, ne? Ah, ich glaube, die waren sehr unangenehme Passiv. So, guck mal, Katze. Sehr schön. Hallo, Uranosauren. Centaurosaurus. Da kamen wir ja jetzt nicht rein. Wunderschöne Archaeology-Ankühe. Ein Baby. Ich gehe da lang. Wir müssen nur hinten irgendwo hochlaufen. Ich glaube, das können wir hier. Und die Jaboas haben uns was angesagt. Ich bin leider immer noch nicht firm drin, was die uns ansagen. Solange es kein Sandsturm ist, bin ich okay, I guess. Was es ist. Ich sehe zumindest keinen Sandsturm anrollen. Das ist schon mal ganz gut. Oh, diese Wolken. Ich habe Wolken, ganz normale, schöne, wunderbare Wolken. So. Da oben müssten wir hin. Ich glaube, da oben war auch Kristall. Da waren wir doch letztes Mal, ne? Ich meine, da waren wir letztes Mal. Gucken wir doch mal. Miaust du denn? Weißt du selber nicht. Raptor. Wo denn? Hinter mir. Bin ich nicht so geil, Raptor. Wenn Dings angerollt kommt, sieht man es nicht vom Weiten kommen. Da wird ein Pina gestückelt.
So. Die Rhinos. Gucken wir mal hier oben. Motte, Sabertooth. Sabers, Sabers. Dogmeat. Komm, schnitt doch mal eure Nuggets. Ich will doch nichts von euch. Jetzt lasst mich in Ruhe. Hier, bitteschön. Auch noch, bitteschön. Ging eigentlich keinen Schaden mehr? Kein Dingschaden? Das ist ein Alpha. Das war jetzt kein Alpha, oder? Nee. Doch, kriegen die noch. Da. Schön den Rücken gebissen. War doch Kristall, oder? Mein, hier war welcher. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mal mit. Den Rest brauchen wir nicht. Das nehme ich mal mit noch. Meine oben war ein Kristall. Ich dachte, ich habe hier oben welchen hergehabt. Scheint nicht. Scheint war hier nur die Kacke Frohnot. Nein. Ich nochmal aufheben darf. Cool. Dann gehen wir mal da hinten gucken. Da ist ein Rexipu, den möchte ich jetzt eigentlich nicht triggern. Nein. Ich habe gerade einen Heathstroke, cool. Theoretisch können wir Rexe triggern. Uns passiert nichts. Aber man muss ja nicht. Skeledio. Hier los. Jaboa. Raptor. Dass Raptors überhaupt auf Kanos anspringen. Ist der Buggy? Nein. Das ist so dumm. Im Rudel können die so verstehen, aber wenn die einzeln unterwegs sind, macht das gar keinen Sinn, dass die so aggro sind. Bele sitzt da rum. Das? Ein Tau? Oder ein Para? Das sind Tau. Über Paras? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich ein bisschen am Ruckeln brauche ich nie. Terrorbirds und ein Wolf? Actually wäre ein Terrorbird, glaube ich, gar nicht mehr so ein verkehrtes Reisemount hier. Doof ist, dass das halt richtig langweilige Scheißviecher sind. Bis Krakensbetter Dinos rauskommt oder irgendwas Vergleichbares, wird es wahrscheinlich noch mindestens bis zum Jahresende dauern. Wenn Kraken weiterhin so langsam ist, auf jeden Fall. Warum ist meine Sicht so verschwommen? Ist das der Heathstroke? Hatte der nicht meine Prozentanzeige, wie schlimm da wird? Ja. Hund, lass mich. Geh weg. Nein, welches Level bist du? Ist mir egal. Billig. Es ist nicht wert. Ich sterbe. Acht? Das hilft voll nicht. Und wegen Hypothermic Isolation. All diese 70 Grad? Verarschen kannst du jemand anders. Der Canyon ist hier vorne, ne? Nee, fuck, ist er nicht. Zurück. Schnell wieder hier raus. Warum ist es hier so heiß? What the fuck? Schnell bring mich zurück in Easy Desert. Los, Kano. Oh, der Heathstroke ist ja richtig unangenehm. 85% Wind aber. Was ist das hier? Okay. Ein Haufen Geckos, toll. Komm, bring mich ganz schnell zurück in die Easy Desert. Trotz normalen Desert-Klamotten. Okay, mir fehlt die Dings hier, aber trotzdem. Oh Junge, ich sehe nichts mehr.
Kann das bitte aufhören? Renn jetzt einfach schnell wieder nach Hause und setz mich da in den Pool rein. Schütte. Hier müsste es aber langsam mal wieder ein bisschen kälter werden. Seriously, hier müsste es langsam mal wieder ein bisschen kälter werden. Ich höre einen Anzug. Da ist auch einer. 15er. Noch einer. Jetzt sind nicht doch. Level 100er ist besser. Das nehme ich doch mal mit. Schon sein Nest. So, schnell weg hier. Ich sehe nichts. Ganz schnell nach Hause. Vielleicht überlebe ich das noch. Tendenziell nicht. Aber vielleicht habe ich Glück. Irgendwie kamen mir Kanus schneller vor. Oh, ein Angelo. Leider keine Zeit, ihn zu töten. Im Tech-Anki. Ah, Tech. Alpha-Anki. Junge. Komm, renn, renn, renn. Renn zurück zur Oase. Und das war ein ganz großer Fehler, hierher zu ziehen. Ganz, ganz großer Fehler. Ist immer noch 70 Grad, sag mal. Ah, gut, High Desert ist wahrscheinlich. Nee, lass mich mal schön laufen, Mann. Das Southwestern High Desert, ich bin jetzt gerade im roten Obelisken. Kann ich das vielleicht jetzt mal überleben? Überleb's nicht. Oh. Oh mein Gott, hier überlebe ich's. Genau hier an meiner Ecke sind es nur 30 Grad. Aber nur genau hier an der Ecke. Holy Jesus. Krasser Shit. Der Vogel folgt mir auch nicht mehr, das ist nett. Flippen Heck. Ja. Wie viel Leben hast du eigentlich? 1300. Okay. An zu euer habe ich zwei Level 100er gekriegt. Das ist cool. Bitteschön, schenke ich dir. Was wie das hier? Den esse ich jetzt einfach mal. Muss wieder raus, sonst sterbe ich hier weg. Ich kann mir aber Adobe. Kann ich mal eine machen. Adobe. Ceilings kann ich mal eine machen. Cool, genau das ist das, was ich haben wollte. Ceilinge drauf. Reicht das schon? Nein. Adobe Doors. Kann ich da mehr als zwei von machen? Kann ich da überhaupt eine von machen? Problem ist, hier ist immer noch zu heiß, oder? Nee, hier vorne geht's. Hier ist zu heiß? Nicht? Jetzt ist es komplett nicht mehr zu heiß? Okay. Scheißendreck. Okay, ich brauche definitiv Sand und Dings. Das Coole ist, ich habe Dödli. Dödikurus. Und ich habe bestimmt was, was ich ablegen kann. Das hier zum Beispiel. Oder das hier. Mit diesem Dödli-Kurus. Zack. Zack. Noch was?
Nein. Aber das reicht auch. Er hat eigentlich deutlich mehr als zwei Level. Ich werde jetzt hier einfach schön mein Zeug zusammensammeln. Mal den Kaktus-Sap. Wo ist der? Hier. So. Ich will mal schön Clay. Das reicht nicht. Reicht hier nicht. Scheiße. Ist allgemein schon wieder zu heiß. Nee. Ist nur drin. So, dann nehmen wir hier ein bisschen 800 vielleicht. Ich kann ja kein Dings mehr machen, stimmt. 700, 800. Der Rest geht auf Gewicht. Dann sammeln wir doch mal ein bisschen hier ein. Zack. Zack. Dass sie keine Gewichtsreduktion bekommen haben, ist absolut unverständlich. Auf Sand. Und dass man das nicht von Anfang an gemacht hat, okay, klar, weil gab ja noch keinen Sand. Aber dass man mit Scorched Earth jetzt nicht mal irgendwie den Dydikoros eine Sandreduktion gegeben hat, absolut unverständlich. So. Das sollte an Clay erstmal ausreichen. Dann haben wir es hoffentlich soweit, dass wir unsere Claybude machen können. Und Claybude bedeutet halt auch, dass wir überleben können in der Wohnung. Mal kurz wegpacken, bitte, du nervst. So. Schön hier weiter Clay formatieren. Moment. Ja, du. Gib. Nimm mal den ganzen Sand hierher. Genau. Alles, was du an Sand hast, gibt's mehr. Ich mach daraus Clay. Bitteschön. Ach, guck mal, ich habe sogar nicht mehr genug. Ein gutes Zeichen. Was kommt her? Kommt in dich rein. So. Cool, und ich würde sagen, in der nächsten Folge habe ich immer noch keine Ahnung, was wir machen. Wir könnten umziehen, by the way. Aber ich wüsste halt nicht, wohin. Das Ding ist... Moment. So, kurz Admin-Passwort eingegeben. Ich zeige das euch mal kurz. Da muss ich jetzt nicht hinfliegen. Das Ding ist, ich würde gerne... Ich glaube, wo kamen wir her? Wir kamen ungefähr von hier irgendwo. Irgendwo hier muss die Easy Desert sein, hier. Und ich würde gerne auch wieder hier in die Richtung rein. So wieder vielleicht Richtung Canyon oder so hier an die Ecke. Aber wir haben halt relativ viel Scheißendreck. Und es ist nicht weit, es ist aber... Falsche Richtung. Es ist aber ein sehr, sehr weiter Weg dahin. Ich würde auf jeden Fall gerne hier wieder raus. Hier ist es mir doch ein bisschen zu gefährlich. Vielleicht dann wieder Richtung Canyon. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ich werde jetzt ein paar Kasuchos ausbrüten. Ciao.